Hi, mein Name ist Petra Cianciola. Ich bin Mentalcoach. Ich habe alles im Griff. Zumindest meistens. Je veux plus temps pour toi et moi. Je veux plus temps pour nous. Je veux le week-end soit plus long. Je n'aime pas lundi, c'est tout. Je veux plus temps pour ma famille. Je veux plus temps pour faire rien. Je veux mes boutons sont montrés. Je veux la vie. Es passieren im Leben immer wieder Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Aber was wir sehr wohl beeinflussen können, das ist unsere Einstellung dazu. Und genau darum geht es im Coaching. Wenn ich in der Früh loslaufe, in den Wald hinein, dann ist das wie ein tägliches Geschenk für mich. Dieses Einswerden mit der Natur, dieses Eintauchen in die Zeitlosigkeit. Loslaufen tue ich meistens mit einer riesen To-Do-Liste im Kopf. Und nach einer Stunde Laufen komme ich entspannt zurück und bin doch fokussiert. Ich bin Mentalcoach aus Leidenschaft, weil ich weiß, dass wir viel mehr Einfluss haben, als wir glauben. Wenn Menschen zu mir kommen, dann sehen sie meistens keinen Handlungsspielraum mehr. Wenn sie von mir weggehen, dann sehen sie den wieder. Können sie wieder ihr Leben aktiv gestalten, agieren, statt zu reagieren. Wie kann man sich so ein Coaching vorstellen? Auf jeden Fall sehr aktiv. Da ist nichts mit auf der Couch liegen und einer redet und der andere hört nur zu. Ich fordere meine Klienten, ich fordere sie auf, Neues auszuprobieren, neue Wege zu gehen, aus den gewohnten Bahnen auszusteigen. Outdoor-Coachings sind gerade für Kopfmenschen, für Hirnakrobaten wirklich sehr effektiv. Wenn wir uns bewegen, dann denken wir anders. Und genau das brauchen wir, wenn wir etwas verändern wollen. Für wen ist Mentalcoaching das Richtige? Für alle, die das Leben gerade herausfordert. Zu mir kommen Menschen mit Diagnosen, mit Erschöpfungszuständen. Menschen, die sich neu orientieren müssen, beruflich und persönlich. Zu mir kommen aber auch Leistungssportler, die durch Verletzungen oder Rückschläge an ihre Grenzen gestoßen sind. Ich war viele Jahre selbst als Leistungssportlerin aktiv. Meine Stärke ist es, Menschen mental perfekt einzustellen und sie in ihre Kraft zu bringen, weil dann wieder alles möglich ist. Plus temps pour toi et moi, je veux plus temps pour nous. Je veux le week-end soit plus long, je n'aime pas lundi, c'est tout.